In diesem Universum sitze ich hier. Und in einem anderen vielleicht ja ich. Und in noch einem anderen Universum sitzt hier vielleicht mal eine Frau. Also ich finde ja, über Paralleluniversum kann man ruhig mal reden. Warum eigentlich nicht? Wäre doch eigentlich ganz schön, wenn es die gäbe. Das Thema Paralleluniversum ist ein Thema. Und was für eins. Immer wieder. Es gibt praktisch kein Buch, keine Veröffentlichung über Kosmologie, wo nicht irgendwann mal The Road to the Parallel Universe gegangen werden muss, gefahren werden muss. Denn da hinten, da liegt ja dann die Lösung für ein Problem, von dem die meisten gar nichts wissen. Und deswegen erzähle ich es aber. Also es geht eigentlich darum, dass man nicht versteht, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ja, ganz einfach. Ja, es ist einfach. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Und wenn man es genauer anschaut, warum gibt es so eine unglaublich fein abgestimmte Natur, ein Universum, das gar nicht anders sein darf, sonst würde alles zusammenbrechen. Die Sache mit der Feinabstimmung geht zurück auf eine Arbeit von Stephen Hawking aus den 70er Jahren, wo er ausgerechnet hat, wenn ich das Universum am Anfang ein bisschen stören würde, also ein bisschen mehr Energie oder ein bisschen weniger Energie, was würde das bedeuten für die langfristige Entwicklung des Universums? Es ist ja so, dass wenn ein Universum sehr viel Masse besitzt, dann fällt es wieder in sich zusammen. Nach anfänglicher Expansion würde die Masse, also die Schwerkraft, würde das Universum wieder zurückziehen und würde dann wieder auf Null kollabieren. So gibt es das sogenannte zyklische Universum. Gibt es die Idee, dass es sich immer wieder wiederholt. Dann gibt es die andere Variante. Ein Universum beginnt mit einer Expansion, ist aber zu leicht, dass diese Expansion wieder zurückgeholt werden kann von der eigenen Gravitation und rast auseinander. Dann gibt es die Variante dazwischen. Das ist da, wo alles genau richtig ist. Also das Universum wird einfach anfangen zu expandieren, wird immer weiter und weiter und weiter und weiter gehen. In diesem Universum geht es einfach immer weiter. Und was Hawking dann rausfand, ist, dass man das Universum so fein einstellen muss, das sieht dann aus, als wenn ein Kugelschreiber auf seiner Spitze steht. Ich glaube, bei ihm war es ein Bleistift. Aber wir haben ja einen Kugelschreiber auf seiner Spitze steht. Und die Spitze steht nicht wie hier auf einem Tisch und bleibt stehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Kugelschreiber jetzt hier stehen bleibt, ist nahezu null. Da tut es natürlich auch nicht. Sondern er steht nicht nur auf einer Platte und bleibt stehen, sondern er steht auf einer Rasierklinge. Und diese Rasierklinge steht mit ihrer Klinge wiederum auf einer Rasierklinge, auf wieder einer Rasierklinge, auf einer Rasierklinge, auf einer Rasierklinge. Man könnte den Eindruck haben, hier stehen 10 hoch 55 Rasierklingen übereinander und ganz oben steht der Kugelschreiber und steht, fällt nicht um. So genau ist das Universum fein abgestimmt. Und das ist natürlich eine Provokation für den Naturwissenschaft. Das kann ja wohl nicht sein. Also bitte! Passt, wackelt und hat Luft, da gibt es doch immer Möglichkeiten, also gibt es doch einen Spielraum. Das kann aber nicht sein, dass das Universum, also nein, ja, das würde ja bedeuten, dass, so kommt man ja dann schnell auf diese, entweder, also nach dem Motto, das kann ja dann praktisch nur gemacht worden sein. Die Naturgesetze geben das doch gar nicht her, dass es so genau eingestellt gewesen ist. Also das ist ja dann doch irgendwie der Schöpfer, oder? Und die anderen haben gesagt, nö, ich meine, es kann doch sein, dass es 10 hoch 500 Paralleluniversen gibt. Ja, es kann doch immer wieder, das eine Universum ist zu schwer, fällt wieder runter, das andere ist zu groß, fliegt auseinander. Und so ist eben das eine, in dem wir leben, ist eben das, wo die Kombination von Naturkonstanten und Naturgesetzen eben genau zu dem geführt hat, was wir heute sehen. So, und damit ist doch der Fall eigentlich erledigt, oder? Ja, das, so entsteht also die Idee, dass es außerhalb unseres Universums zumindest zeitlich schon andere gegeben haben könnte, also praktisch, es gibt ja keine Zeit, also ohne den Beginn des Universums gibt es ja keine Zeit, aber wir könnten ja mal sagen, es gäbe ein Multiversum, also ein Überuniversum, in dem einzelne Universen entstünden und so wären die einen schon mal entstanden oder auch gleichzeitig mit unserem entstanden, nur eben irgendwie anders, also woanders, also so, dass sie es auf jeden Fall nicht überlebt haben. Wie gesagt, die einen sind auseinandergeflogen, die anderen sind in sich zusammengefallen. Und dann gab es aber auch tatsächlich noch einen ganz empirischen Grund, weil es gibt etliche Beobachtungen, die lassen sich gar nicht anders erklären als mit einer Art von Überexpansion. Man nennt diese Überexpansion inflationäre Expansion. Jetzt werden einige von euch vielleicht fragen, was ist denn überhaupt Inflation? Inflation ist die Überexpansion. Also es gibt die normale Expansion, dann gibt es die schlagartige, überbeschleunigte Expansion des gesamten Universums. Und das ist deutlich nach dem Urknall gewesen. Der Urknall ist nach 10 hoch minus 43 Sekunden, für diejenigen, die mitschreiben. Und die Inflation, die war bei 10 hoch minus 30 Sekunden. Also da ist eine Ewigkeit dazwischen vergangen. Und da hatte sich das Universum vorher eigentlich die ganze Zeit ganz wohl gefühlt. Und dann wurde es gestört und dann macht es Batsch! Und das Universum fliegt auseinander.
um 50 Größenordnungen in Nullzeit. Was soll das für ein Universum sein? Wir beobachten, dass das Universum offenbar brettflach ist. Also wirklich so flach wie ein Brett. Also abgesehen von so kleinen Mulden, die werden durch die Anwesenheit von Materie verursacht. Also kennt man ja von der allgemeinen Relativitätstheorie. Die Anwesenheit von Materie verbiegt die Raumzeit. Ja, da wo viel Masse ist, da ist die Raumzeit. Aber wenn man das jetzt mal alles so wegmittelt, dann ist es on the long run, wie es so schön heißt, ist es brettflach. Ein dreidimensionaler Körper, der flach ist, überall flach ist, muss irgendwann mal um die Ecke rumgehen. Ah, da ahnt man schon, worauf das hinausläuft. Es könnte eine Kugel sein, die so übergroß ist, also über alle Maße groß, dass man eben lokal, also da, wo man messen kann, also innerhalb von einigen Milliarden Lichtjahren eben, dass man da gar keine Krümmung misst, weil das Universum so riesig ist. Und so kam die Inflationsidee in die Welt. Wenn dem aber so ist, muss man sich natürlich fragen, ja, gibt es denn eigentlich irgendeinen Mechanismus, der das erklären kann? Ja, den gibt es. Um es mal in die Welt, von in unsere Welt zu übersetzen. Und der Philipp Häuser hat dazu auch schon ein ganz tolles Video mal gemacht. Da geht es um unterkühltes Wasser. Also Wasser normal ist ja, wenn es kalt wird, unter 0 Grad, fängt ja Wasser an, von oben nach unten zu gefrieren. Ist klar. Also wenn es immer kälter wird, dann wird es irgendwann durchfrieren. Aber wenn man es ganz, ganz, ganz langsam abkühlt, also ganz so, dass das Wasser es quasi nicht merkt, dann bleibt es flüssig. Der Weltrekord ist bei weit unter minus 20 Grad Celsius. Aber es ist natürlich falsch. Es ist falsch. Und was passiert mit Falschem? Die kleinste Störung, achten wir wieder auf Hawking, die kleinste Störung führt dazu, ratsch, dass das Wasser durchfriert. Und bei diesem Durchfrieren wird natürlich Energie frei. Das, was vorher die freie Energie war, die Wassermoleküle noch hatten, jetzt sind sie eingesperrt im Kristall, jetzt wird auf einmal diese Energie freigesetzt. Und diese Energie hätte beim Universum, hätte dann dazu geführt, dass das Universum überexpandiert. Und noch vielleicht ein ganz winzig kleiner Hinweis. Bei der Idee der Inflation hat man eine Idee verwendet. Die Idee von skalaren Feldern. Ja, ja. Wissen Sie gar nicht, was es ist? Ja, so. Also ein skalares Feld ist ein Feld, was überall ist. Richtungsunabhängig überall. Das haben wir ja gefunden. Seit 2012 wissen wir ja definitiv, es gibt ein solches skalares Feld, das nennt man Higgs-Feld. Genau. Das ist ein Beispiel für ein Feld, das im frühen Kosmos diesen Übergang vollzogen haben könnte, der inflationären Expansion dann. Und damit hätten wir eine Verbindung zwischen dem Allergrößten und Allerkleinsten, ganz toll, also Elementarteilchenphysik und Kosmologie, das hätten wir jetzt wieder verbunden, ganz prima. Und wir hätten vielleicht eine Idee dafür bekommen, dass eben tatsächlich es möglich ist, dass so eine Feinabstimmung tatsächlich am Anfang dazu führt, dass wenn man einmal in dem richtigen Universum einen solchen Kugelschreiber auf eine Rasierklinge stellt, dann bleibt er da stehen. Dann bleibt er da stehen. Das ist unglaublich. Aber damit ist natürlich auch klar, wenn das Ganze sich wiederum in einem Überuniversum vollzogen haben sollte, dann könnte es ja auch andere Universen geben, die jetzt parallel zu unserem Universum eben gerade dabei sind zu expandieren. Die fangen gerade an sozusagen, ja, der Arbeitstag beginnt gerade und sind aber schon relativ schnell wieder zusammengebrochen. Unter ihrem eigenen Gewicht. Wiederum andere haben auch schon lange aufgehört, expandieren sich irgendwo hin. Ja, wohin weiß ja kein Mensch, denn was außerhalb des Universums ist und was vor unserem Beginn unseres Universums war, das können wir alles nicht beantworten, denn wir sind ja empirische Wissenschaftler. Wir versuchen empirisch, also mit Hilfe von Erfahrung, Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Erkenntnisse, die vollziehen sich immer so, dass man versucht, etwas zu messen und zu beobachten. Und Beobachtung ist ja auch eine Messung. Und auf diese Art und Weise wissen wir heute, es könnte sein, dass es Paralleluniversen gibt. Es gibt unser Universum. Und das ist bemerkenswert. Es hat nämlich die Eigenschaft, dass es kein Zurück mehr gibt. Ja, es ist so, dass seit 13,82 Milliarden Jahren in diesem Universum ein Zeitpfeil existiert. Und der geht immer nach vorne. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Jedes Wort zählt. Und jede Geste.